Wenn man eine Interdentalbürste benutzt, sollte man sie dann vorher in eine Mundspülung tauchen oder ein spezielles Gel draufgeben oder kann man sie einfach so benutzen? Normalerweise muss man gar nichts draufgeben, also weder eine Mundspülung noch ein spezielles Gel, was es ja auch extra zu kaufen gibt. Normalerweise reicht das komplett aus, wenn man es einfach so benutzt. Wenn man allerdings zum Beispiel Parodontitis hat und eine sehr tiefe Zahnfleischtasche, die vielleicht sogar auch akut entzündet ist, dann kann es schon sinnvoll sein, so ein spezielles Gel zu benutzen oder es zumindest in eine Mundspülung einzutauchen, wobei so ein Gel dann noch etwas besser ist, weil es einfach durch die gelige Konsistenz auch länger an Ort und Stelle verweilt und die Mundspülung immer sehr schnell wieder weg ist. Also in solchen Fällen kann es schon sinnvoll sein, aber normalerweise braucht man das nicht. Und für mehr Zahnpflegetipps, macht es plus weg!